Willkommen zurück hier bei GearCity im Jahr 1906 auf meinem Kanal von Blankenburg. Wir haben das letzte Mal hier eine neue Variante von unserem Kleinwagen der Ameise generiert oder designt und müssen jetzt quasi diese 10 Monate abwarten und hoffen, dass wir bis dahin nicht bankrott gehen. Das heißt, definitiv den Cashflow im Auge behalten. Da bin ich jetzt mal noch unkritisch, weil wir haben das letzte Mal relativ viele Vermögenswerte angekauft. Die Verkaufszahlen sehen hier nach wie vor positiv aus. Den Gepard könnten wir eventuell noch mal ein bisschen senken. Wie produzieren wir den denn? Ja, wir haben den schon mit einer relativ kleinen Menge in der Produktion. Ja, da könnten wir theoretisch noch ein bisschen runtergehen. Der ist einfach, glaube ich, generell nicht so gut. Die anderen haben da, glaube ich, höhere Wertungen, oder? Ja. Das ist das Problem. Gehen wir mal auf 2,99. Leipziger Spezialpreis. ,49. Also wir halten uns hier gerade so über Wasser. Ja, aber das hat schon ein bisschen was geholfen hier. Da sind die Erlöse definitiv gestiegen. Ich möchte mal eben schauen, wie hoch die Marge bei der Ameise ist. Wir senken die Ameise mal noch ab. Leipziger Preis. Und gleiches für die Ameise 4G. Jetzt den gleichen Preis hier in Leipzig. Ja. Wir schauen mal, was sich tut. Da wurde wieder was lizenziert. Oh, Leute, und da fällt mir ein, wir haben was vergessen. Wir haben unseren neuen Motor ja noch gar nicht lizenziert. Hier. Der wird uns hier für 5,9. 7,700. Preis gehen wir hier auf 22. Da haben wir geguckt, was macht der Aktienmarkt? Hm.
Motorcar sinkt hier wieder ab. Die fallen auch. Jameson Farrell und Motorcar. Wir schauen uns die mal an. Ist das jetzt eine Trendumkehr? Wir warten. So, jetzt nehme ich nämlich diese beiden Linien hier raus und setze sie auf die Ameise 4G drauf. Fallen noch weiter. Die gehen wieder ins Plus, also von dem her. Erstmal eher. Adelor, da müssten wir vielleicht mal schauen. Und Ciano. Adlord, Ciano und dieses UDKs. Sehe ich unkritisch. Ist auch kein Trend. Wir steigen aus. Lassen das Geld aber erstmal liegen. Das ist interessant. Die Gewerkschaft der Fabrikarbeiter ist an uns herangetreten mit einer Forderung, die Sozialleistung für die Mitarbeiter zu erhöhen. Wenn wir sie nicht zufriedenstellen, werden sie streiken. Derzeit bieten wir 0% und 0%. Erstens. Wir gehen in die Verhandlungen. Die wollten das hier haben, oder? Nee. Das sehen wir nicht mehr, ne? Das machen die nicht.
gut. Und hier die Entwickler möchten auch mehr Lohn. Na kommt. Die sollen profitieren von unseren Erfolgen. 6 Monate noch. Ja, da haben wir noch genügend auf Lager. Damit bin ich auch zufrieden. Erstmal haben zwar auch relativ hohe Lagerbestände, aber ja. Ameise 4G könnten wir eventuell sogar noch, um den Profit zu erhöhen. Da hatten wir ja, glaube ich, eine relativ hohe Marge drauf. Senken da mal nochmal die Preise. Boah, hier die Firma Ciano, die macht mich hier echt fertig. Ciano burnt all. Adelor. Ich hätte gesagt, das nehmen wir mit. Ciano. Da geht der Trend auch eher nach unten. Und noch diese Firma Burnt All. Die kennen auch nur einen Trend. Gut, wohin investieren wir? Die steigen sehr massiv. Wir gehen mal ins Risiko. Stocken wir mal auf 20.000 auf. Ja, auch. Und was Kleines noch. Franzosen hier. Ich bin gerade am Überlegen, wie schauen die denn hier unten so aus? Ja, die hatten damals einen richtigen Peak. Na kommt. Die Ameise 4G kauft sich leider immer noch nicht so ideal. Aber wir können zumindest mal
uns die Aktien wieder anschauen. Motorcar geht wieder zurück. Aber gut, die schwanken ja jeden Tag so ein bisschen. Hier sind wir jetzt im Minus. UDKs, die müssen wir aussitzen. Epson will ich mir mal anschauen. Die kennen hier an sich auch nur den Trend nach unten. Ich steig da aus. Vier Monate noch. Hier irgendwas Interessantes? Nein, nur der Aktienbericht. Und dann in 4 Monaten müssen wir uns überlegen, wie wir die Fertigung entsprechend umstrukturieren. Das sieht hier einigermaßen gut aus. Die Verkäufe sind stabil. Schauen wir mal, ob wir hier in dem Gepard noch was drehen können. Lasst uns doch da auch nochmal die Preise senken. Ja. Verträge, Rennserie, Konkurrenz, Aktienbericht und nochmal Konkurrenz. Also nichts Spektakuläres. Sind jetzt im negativen Cashflow. Ja, die Verkäufe sind hier ein bisschen zurückgegangen. Vielleicht werden da einfach jetzt im Winter weniger Autos gekauft. Oder haben wir irgendeine Krise, die ich übersehen habe? Ups. Ich wollte eigentlich auf die Zeitung klicken. Oh. Die Kurse fallen. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir den Motorcar hier umwandeln wollen. Nee, der Trend zeigt weiter nach oben. Wir stehen das aus. Cashflow fängt sich wieder. Sind Split. Gut. Neue Karosserie verfügbar. Aber auch hier für den kleinen Wagen wieder nichts dabei. Okay. Ist nichts Spektakuläres. 1 Monat noch bis zum neuen Auto. Ja, Verkauf zieht wieder an. So, jetzt wird's spannend.
ist eine Linie und das ist eine Linie. Ich nehme den Gepard mal komplett raus. Dafür nehmen wir den Ameise V2 herein. Und mit 65 zu anfangen. Und der wird mir hier vorgeschlagen für 1962. Wir steigen mal 1999 ein. Sind hier auf einem relativ hohen Niveau. Vielleicht 1899. Ein bisschen senken. Da können wir hier 20 absetzen. Ja. Also da 20. Hier können wir sogar 23 absetzen. Hier in Berlin. Oh. Nee, wir müssen den Preis erhöhen. So viel können wir gar nicht produzieren. 111. Wir erhöhen das nochmal. Nicht, dass wir hier übers Ziel hinausschießen. Halt, jetzt sind wir hier bei... Achso, wir sind jetzt in Hamburg. Berlin. 106. Wir gehen mal nur in Berlin noch höher. 2199. Das ist noch zu viel. 2,399. Übernimmt er das überhaupt? Ah, ich muss erst auf Übernehmen klicken. 2,299. Ja, das ist noch zu wenig. 2,099. Ja. Dann gehe ich hier allerdings auf 2,199. Da wir ja so viel überhaupt nicht produzieren können. Und den übernehme ich für alle. Und dann sehe ich schon, dass wir eine weitere Fabrik brauchen.
steht denn hier unser Ausstoß? Ah ja, hier oben. Das kommt definitiv zu teuer. Eine Million. Wir machen das Medium Upgrade. Ja. Eine Million, eine halbe haben wir. Das heißt, wir nehmen im Zweifel, je nachdem wie sich jetzt in der nächsten Runde unser Cashflow entwickelt. Die möchten eine Lohnerhöhung. Boah. Na, es geht ein bisschen runter. Aber das Werk ist relativ zügig gebaut und ich glaube, wir haben hier relativ viel. Die Ameise V2, die verkauft sich vortrefflich. Das heißt, ich nehme von der 4G nochmal eine Linie weg und setze die auf die V2. Werk. Also eine weg. Und auf die V2. Und lassen hier durchaus auch noch 20 produzieren. So. Und dann hätte ich gesagt, lassen wir es für diese Folge gut sein. Hier ist ja auch nichts mehr Interessantes. In der nächsten Folge schauen wir uns dann die Fahrzeugbewertung von der neuen V2 an und sehen dann auch, wie wir weiter vorgehen, nachdem dann unser Hamburg-Upgrade durch ist. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es dann hier wieder heißt Gear City mit von Blankenburg. Und bis dahin. Tschüss.